Hallöchen allerseits und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit Surviving Mars, wo es derzeit richtig geil läuft. Einfach mal der Tatsache geschuldet, dass wir, warte mal, da ist das wunderschöne Teil, hier einen Shuttle hatten mittlerweile haben, mit dem wir Ressourcen und Kolonisten einfach mal frech von Ort zu Ort bringen können. Ach, jetzt wird mal was abgeladen. Maschinenteile oder was? Nein, noch immer Kolonisten. Aber das ist egal. Es ist einfach coole Sache. Neue Anomalie. Ist ja anormal hier. Nee, wir machen mal. Genau, der ist aufgeladen. Na, dann schicken wir den doch mal hier hin. Ups. Ja. Nein. Du Mistviech. Komm her, du. Da sollst du hingehen. Genau. Ach, übrigens, was ich auch mal schon bei einem Let's Play von... Och, von wem war das nochmal? Ich glaube, das war von Quill, die Tutorial-Reihe, die ich mir angeschaut hatte. Ja, da geht wieder so ein Ding ab. Wir können uns hier auch... Ihr seht, 3 von 6 Shuttles. Wir können jederzeit einfach hier für 3 elektronische Geräte und 5 Polymere uns ein neues Shuttle holen. Gar nicht mal so schlecht. Also die 3 Polymere... die 15 Polymere, die das gekostet hat, waren quasi auch für die ersten 3 Schiffe gleich schon. Eine Sache, die sehr gut zu wissen ist. Nutzt das. Apropos Polymere. Die werden gerade hin und her geflogen, weil vermutlich die Batterien, ne, reparaturbedürftig, dafür brauchen wir Polymere, müssen wir nicht selbst mehr hinbringen. Wir haben unsere geilen Flugzeuge, die das für uns erledigen. Wir müssen uns also eigentlich um relativ wenig eigentlich mittlerweile kümmern dadurch. Dadurch, dass die hier uns für kleine Mengen zumindest erstmal ordentlich was abnehmen. Ich weiß nicht, wie viel Nutzlast die tragen können. Müssen wir mal sehen. Steht hier irgendwie, wie viele Sachen die auf einmal tragen können? Warte mal, kann ich... Oh nö, kann ich leider nicht hier selbst bestimmen. Gut, das ist natürlich die Frage, wie viel können die tragen? Muss nicht immer so viel sein. Wie sieht's da? Ach, der hat jetzt fertig aufgefüllt. Ja, wenn das so ist, ans nächste Ding ran. Und danach können wir ja auch vielleicht mit 40 zurückgehen, oder? Da sind noch 13. Jo, mal schauen. Können wir uns dafür entscheiden. Aber wir können auch eine neue Passagierrakete losschicken. Ja, ne? Altersgruppen. Ist mir mittlerweile sowas von Piepschnurz egal. Hauptsache, es finden sich überhaupt welche. Ja, passende Kolonisten. Jetzt haben wir nämlich das Problem. Gell? Wann tun die sich überhaupt wieder nachfüllen? Das ist die gute Frage irgendwie. Oh, Spezialisierung. Ach, das ist mir mittlerweile auch völlig egal. Kommt, wie ihr wollt. Und Schwächen. Was wollen wir zulassen? Chronisch krank, verliert jeden Tag Gesundheit. Heulsuse. Verliert Besonnenheit bei niedrigem Komfort. Uff. Wollen wir das wagen oder nicht? Ich meine, wir brauchen ja irgendwie Leute, von daher nehmen wir jetzt auch Heulsusen auf. Auweia. Das wird noch harter Tobak, gab ich den Eindruck. Aber hey, warum nicht? So, inaktiv. 2. Gleich vermutlich 3. Treibstoff mehr als genug gespeichert. Oh, es läuft gar nicht mal so schlecht. Ich bin echt im Großen und Ganzen echt happy. Aber kann sein, dass wir trotzdem die Transporter noch brauchen für, ja, größere Massen. Kann alles sein. Aber wenn es wirklich so für Reparaturarbeiten, wirklich um so einen einzelnen geht, ist das einfach perfekt.
Kann man nicht anders sagen. Aber wir haben nach wie vor das riesige Problem, wir brauchen Polymere. Deswegen versuche ich jetzt noch eine Schicht irgendwie zu eröffnen, in der Hoffnung, dass sich da eventuell noch ein paar Leute finden. Wieso will niemand Polymere abbauen? Ah, da kommt doch jemand. Und noch jemand. Und noch jemand. Und überhaupt. Und... Aha. Ja, guck mal. 5,2, das ist schon mal eine bessere Produktion. Ja, dann ist hier eben ein bisschen weniger. Haben wir eh kaum Produktion, von daher. Wie kümmert's? We've analyzed material from the anomaly. And it completely validates our hypothesis on abiogenic petroleum. Okay, jetzt wird es ein bisschen ungewöhnlich. Wir können uns mal was auswählen, wie es aussieht. Das hatten wir auch noch nicht gehabt. Einsatzleitung Lok Nummer 33. Die Analyse des Materials der Anomalie hat soeben die Hypothese der abiotischen Entstehung von Erdöl bestätigt. Das natürliche Gasvorkommen, das wir tief unter dem Kohlenwasserstoffgestein entdeckt haben, war der Beweis für ein Erdölvorkommen. Die Geophysiker hier in der Einsatzleitung starren ungläubig auf die Forschungsdaten. Die fremdartige Natur des Mars hat erneut ein Geheimnis gelüftet, das auf unseren Heimatplaneten so gut versteckt war. Diese einzigartige Chance erlaubt es uns, in die Vergangenheit des Mars zu blicken und damit Wissen zu erlangen, das wir andernfalls nur mit monatelangen Simulationen in einem Labor aufgedeckt hätten. Haha, ist das etwa der erste Weg zum Geheimnis? Puh. Gut, ist die Frage, Physikforschungsbonus oder Ingenieurforschungsbonus? Wenn ich jetzt wüsste, welche Technologien wir wo haben. Ich nehme einfach mal ganz frech Ingenieur und hoffe, dass es das Richtige war. Physik, oh, da haben wir noch so viel zu tun, aber Ingenieur, ja, das sind auch gute Sachen. Das sind auch gute Sachen, guck mal, statt 7000 sind das 6300. Was wollen wir mehr, Das ist schon eigentlich ganz gut. Intelligentes Haus haben wir bald. Das braucht dann Elektroteilchen, die ja, wie wir wissen, nicht ganz so einfach zu produzieren sind. Aber ich will ja nicht meckern. Tue ich aber trotzdem. Yay. Nee, du kommst einmal zurück, um Sachen abzuladen. Komm. Die Zeit muss sein. Huch, da haben wir noch Sachen. Na gut, dann laden wir hier noch irgendwo was ab, oder? Ja, komm. Abladen kann man immer schön. Und siehe da, wieder ein Polymer. Das verbrauchen zur Reparatur. Perfekt. Und was haben wir da? Auch nochmal ein Polymerchen. Gut, das läuft doch wie am Schnürchen. Und wir haben intelligente Häuser. Jetzt kommt aber live vom Mars. Sozial. 2%. Ja. Bin ich mal gespannt. Wo können wir überhaupt einsehen, wie viele Forschungen wir jetzt gemacht haben? Haben wir irgendwo Meilensteine? Hm, nicht so ganz. Missionen. Irgendwo müssen wir doch Missionen haben, die wir... Problematische Kolonisten. Boom. Doch nicht so ganz, wie ich dachte. Haben hier doch irgendwelche Quests auch. Die müssen wir doch aufrufen können. Hallo? Lexikon vielleicht darüber. Nein, natürlich nicht. Och, Menno. Also da definitiv Nachholbedarf. Wir brauchen eine Ansicht, wo wir unsere Aufgaben auch mal uns anschauen können, wenn wir die schon haben. Sonst wird das mal nix. Also Hemimond Games an der Stelle nochmal nachbessern und mich froh machen. Aber wir haben hier einen Erkunder, der nochmal ran darf. Gell? Gell. Uiuiui, ja, da haben wir ordentlich Metalle. Das gefällt mir im Großen und Ganzen auf jeden Fall. Da haben wir nochmal bebaubares Gebiet, aber auch hier mehr oder weniger. Können wir trotzdem mal erkunden und dann gehen wir so Stück für Stück gehen wir hier voran. Wird schon irgendwie hinhauen.
Dann gucken wir doch mal, was der hier so schönes erforscht. Cable fault reported. Ja, ein Kabel kann eben auch mal durchschmoren. So, ja, die Forschung wird offen, beziehungsweise die Dingsbums. Die Erkundung wird vor der Rakete fertig sein, ja. Durchbruch entdeckt, Trockenfeldbau. Ah. Die benötigte Wassermenge für Nutzpflanzen wird um 50% verringert. Ja, das reihen wir auf jeden Fall ein. Alles, was unsere nötigen Ressourcen reduziert, ist auf jeden Fall schon mal geil. Ich meine, wir haben ja auch nur begrenzt Kapazitäten. Merken wir ja allein hier, dass da die Wasserpumpen auch ordentlich am Pumpen sind. Auch wenn die im Moment voll sind. Das ist schon mal angenehm. Die Batterien hier sind auch relativ voll, weil Strom genug erzeugt wird, um die ständig zu speisen. Stündliche Produktion, ja. Mehr als der Gesamtbedarf. Wie kommt denn das? Stündliche Produktion, ja. Ach, da haben wir ja auch noch welche. Okay. Da summiert sich denn doch so einiges. Gebäude mit erschöpften Vorkommen. Okay, da können wir wieder was abreißen. Um da später vielleicht eine Kuppel auch hinzupacken. Wer weiß. Kann ja alles sein. Oh, und ausschlachten. Joa, machen wir mal. Und können derweil hier mal wieder eine Rakete landen. Ha! So lobe ich es mir. Nahrungsmittel reichen hier auch noch aus, habe ich mir sagen lassen. Oi! Sehr reichliche Oberflächenvorkommen auf jeden Fall an Metallen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Was hat der denn da für ein Problem? Wird das noch entladen? Ansonsten hier nochmal. Und was sagt der hier? Der sagt, ich möchte gleich wieder los. Milestone achieved. 100 Kolonistenmeilenstein. Ja, der darf nochmal rumschlabbern. Polymere werden langsam wieder mehr, aber die elektronischen Geräte, die machen mir ein bisschen Sorgen. Da könnte man eventuell, so ganz vielleicht, eine Frachtrakete nochmal. Kurz gucken, was brauchen wir denn da? Maschinenteile sind 90 Millionen. Elektronische sind 100. Okay, elektronische sind schon mal das teuerste auch. Kein Wunder, dass die auch am schwierigsten herzustellen sind, die Mistviecher. Ohne dass sie jetzt werten zu meinen, aber es sind Mistviecher. Das ist einfach mal ein Fakt. Oh, ich weiß nicht, bauen wir da noch irgendwie was rein? Wir haben hier doch auch neue Pflanzen bekommen. Wir schauen uns mal an, was wir für neue Pflanzen bekommen haben. Das klingt doch mal nach einer Idee. Wir haben zur Auswahl. Ah, Deckungspflanzen. Klingt auch schon fast nach einer Idee. Die massivst die Bodenqualität erhöhen. Aber eigentlich kommen wir mit Sojabohnen und Kartoffeln auch ganz gut aus. Das ist hier die Sache. 35. Ach je. Sehr niedriger Ertrag erhöht jedoch die Erdqualität und damit den Ertrag der nächsten Ernte erheblich. Oh, das ist die Frage. Können wir eigentlich Kartoffeln ohne Ende reinknallen dann? Aber so funktioniert es ja auch. Von daher, ich sehe eigentlich keinen Sinn. Eher vielleicht noch hier. Was haben wir da? Wir haben diese schönen Dinge hier. Algen.
haben wir neu. Theoretisch. Sehr niedriger Ertrag, produziert jedoch Sauerstoff. Aber holla die Waldvieh. Aber im Moment brauchen wir das gar nicht. Aber es spart theoretisch den Moxie. Wir sind dann Moxie unabhängig. Apropos Moxie unabhängig. Wir haben hier ein Moxie, das repariert werden möchte. Das kleine Moxie möchte bitte von einem Mitarbeiter repariert werden. So, und das können wir ganz löschen. Weg mit dir! Für eine saubere Umgebung. Und das kostet mich dann auch etwas weniger Strom. Fast als wäre es so geplant. Aber auch nur fast. Der hier ist wieder rotzevoll. Den können wir dann entsprechend mal... Ui, da haben wir ordentlich was. Wo schicken wir ihn denn hin? Da, das sieht doch gut aus. 45, perfekt. Einmal voll tanken quasi. Und den können wir genauso losschicken. Warte mal, den haben wir. Und dann brauchen wir... Ach, da ist er. Der Frechdachs. Braucht aber erstmal ein bisschen Strom. Gönnen wir ihm mal. Gut, das ist die Frage. Bauen wir hier erstmal Apartments? Oder irgendwas anderes? Oh, da will ich doch mal schauen. Wie sieht es mit den neuen Sachen aus? Intelligente Anlage. Okay. Und intelligentes Haus. Wohnraum 4. Ah, ist aber auch kleiner entsprechend. So, da können wir theoretisch dann noch was zwischenpacken. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und die Anlage, die ist... Ah, nee, das ist quasi... Nö, da würde ich eher die bauen. Das hat zwar weniger Stromverbrauch und auch effektiv weniger Wartung. Aber hier könnte ich sogar noch einen Garten zwischenpacken. Ja, das wäre theopraktisch eine Idee. Müssen wir mal sehen. Ich würde hier auch ganz gerne mal hier... Trockenfeldbau, hast du nicht gesehen? Diese Dinger hier, da. Arkologie, das wäre richtig dolle geil. Nehmen wir auf jeden Fall mal auf die Liste. Ja. Und beenden für heute, wollte ich einmal sagen. Aber warum habe ich da jetzt weniger? Suspekt. Research complete. Live vom Mars. Yeah. Wie viele Passagiere habe ich jetzt zur Auswahl? Auch noch nicht so viele. Menno, wie kriege ich mehr Passagiere? Ach, das kann ich auch nur einmal machen. Ich hoffe, das gibt dauerhaft ordentlich mehr. Eieieiei. Ingenieure und Geologen erhalten plus 10 Leistung, wenn sie in ihrem Spezialgebiet aktiv sind. Ja, könnte man theoretisch auch mal angehen. Irgendwann. Wird schon schief gehen. Nee, dann beenden wir an dieser Stelle mal und hoffen, dass wir vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge dann endlich wieder eine neue Kuppel hinbekommen. Würde mich auf jeden Fall mächtig freuen, wenn wir das schaffen. Vielleicht auch nochmal mit einer Elektronikfabrik. Ich glaube, das wäre richtig vonnöten. Aber das sehen wir dann. Also schaltet unbedingt beim nächsten Mal auch wieder rein, wenn es heißt Daddlezeit mit Surviving Mars. Bis dahin, ciao, ciao und bleibt mir gewogen.